Hallo, habt ihr schon euren Urlaub geplant oder abgesagt? Ja, wir wünschen und wir brauchen ja auch irgendwann irgendwie Erholung von all dem, was jetzt auch an Lasten auf uns liegt oder noch lag. Ja, wir wollen und müssen aufatmen. Und wer auch immer Urlaub wo machen will, ja, am Strand, im Gebirge oder sonst wo, ohne Regeln, ohne Mundschutz, ohne Abstand, ja, das brauchen wir. Und wir wünschen uns natürlich auch das Ende der Pandemie, aller Einschränkungen und ja, dass wir miteinander reden können, miteinander feiern können, uns umarmen können, ohne dass wir Mundschutz brauchen, ohne dass wir eine Glasplatte zwischen uns brauchen oder 2 Meter Abstand. Ich wünsche mir jetzt schon, dass die Zeit bald zu Ende ist, an dem ich oder in der ich Mundschutz brauche, zum Einkaufen zum Beispiel. Meine Erfahrung ist damit frustrierend. Ich habe gemerkt, dass ich ja regelrecht gierig bin nach Luft und freue mich jedes Mal, wenn ich rauskomme und wieder aufatmen kann. Ich denke aber auch, dass wir ja in dieser Zeit nicht nur jetzt an das Ende der Pandemie denken dürfen, sondern lass uns einfach mal ganz weit vorausschauen. Ich denke an das große Ziel, wie es der Apostel Johannes so formuliert hat. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Klageschreie noch Schmerzen werden mehr sein, denn die erste Schöpfung ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Und wir können das sicherlich auch so verstehen, auch alle Viren werden nicht mehr sein. Lass uns also heute ganz weit nach vorne sehen. Alles hat seine Zeit, Anfang und Ende, auch diese Pandemie. Lasst uns umso hoffnungsvoller heute unsere Arbeit tun, für uns und für andere. Lasst uns umso geduldiger uns nicht stören lassen von den aktuellen Widrigkeiten. Sie sind nur ein Wimpernschlag in der Zeit. Lasst uns umso mehr unserem Gott vertrauen. Was er hält, was er verspricht, das hält er auch. So ist er, so war er und so wird er sein. Ich wünsche euch einen guten und gesegneten Tag und dafür werde ich auch beten. Auf Wiedersehen.